Hallo und herzlich willkommen hier zur ersten Folge vom wirklichen Prison Architect Let's Play. In der letzten, beziehungsweise in der Ausbruchsfolge, ging es eigentlich erstmal nur darum zu zeigen, was kann das Spiel eigentlich? Und ich dachte mir, fangen wir richtig an. Und da bin ich jetzt überlegen. Hier 0 von 17 freigeschaltet, 1 von 5, was für Zwischensequenzen? Okay, gut. Ja klar, keine freigeschaltet. Ich wollte nur wissen, ob dabei steht, wie man die freischaltet, aber steht nicht bei. Gut. Kampagne. Zum Tode verurteilt. Ich wusste nicht mal, dass es eine Kampagne gibt. Die scheint auch neu zu sein. Das ist cool, weil vorher war immer so ein, ja, ich baue mal irgendein Gefängnis auf. Aber eine Kampagne ist cool. Machen wir mal die Kampagne durch, ne? Naja, durch. Zum Tode verurteilt. Wir haben den Auftrag erhalten, eine Hinrichtungskammer für dieses Gefängnis zu bauen. Und zwar rechtzeitig genug, damit die angesetzte Hinrichtung eines Häftlings stattfinden kann. Ich schwöre euch, dieses Bild habe ich schon mal gesehen. Ich weiß jetzt nur nicht mehr woher. Also es war bei Prison Architect, aber genau dieses Bild habe ich schon mal bei Prison Architect gesehen. Ich habe nur vergessen wann. Egal. Oder ist das einfach hier quasi das Tutorial, was ich damals gesehen habe? Oh, ich glaube schon. Perfekt. Oh, sieht aber eine billige Dusche. Ganz was läuft da raus? Da ist er, der Gefängnisboss. Wheats, Shopland, King, Lee. King Lee. Müllraum. Cool. Ach, um ihn geht's, genau. Prison Architect. Ja. Aber so werden wir unser Gefängnis nicht aufbauen. Hier ist ja viel zu viel Freiraum. Okay. Der Geschäftsführer will was von uns. Okay. Was los, Alter? Ein schwerer Weg. Oh, da muss ich drauf drücken. Okay, ich darf nirgendwo drücken. Ich muss da drauf drücken. Okay. In diesem Gefängnis befindet sich ein Häftling, der eines Doppelmordes schuldig gesprochen und zum Tode verurteilt wurde. Ich glaube, ich weiß sogar schon noch, wer das war. Also, beziehungsweise, wen er umgebracht hat. Und da kommen wir ins Spiel. Wir haben den Auftrag erhalten, eine Hinrichtungskammer zu bauen, die rechtzeitig für den großen Tag dieses Kerls fertig gemacht werden muss. Ja, wenn wir uns verspäten, was dann? Hier soll die neue Anlage gebaut werden. Wie bei jedem Projekt müssen wir zuerst das Gebäude bauen, mit ausreichend Platz für einen Hinrichtungsraum und einer Verwahrungszelle. Legen wir los. Bauen Sie hier ein neues Gebäude. Wir brauchen auch einen Eingang für die Hinrichtungsanlage. Bauen Sie eine große Gefängnistür in die Südwand ein. Okay. Erstmal machen Fundament. Es ist irgendwie alles ein bisschen winzig. Ja gut. Ich würde sagen, ich mache hier nochmal... Oder? Mache ich das? Will ich das kurz umstellen? Weil so, wenn die Schrift so wäre... Ich würde einfach nur gerne das HUD größer machen. Das wäre mal nicht schlecht. Option, dann. Da geht's auf jeden Fall nicht. Audio ist logischerweise nicht. Das sollte ich auch für. Oder kann ich es hier? Nee. 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 Das Zeitreffer ist sowieso Schwachsinn. Ach, jetzt drücke ich auf Sprache drauf, genau. Okay, das sieht nicht danach aus, als könnte ich das umstellen. Das ist doof. Na, ich würde sagen, jetzt für dieses. Für die erste Folge reicht's mal. Danach stelle ich es definitiv um auf 1080p. Ein bisschen schade, dass ich weiß, jetzt hat man 4K-Bildschirm, könnte 4K spielen. An sich funktioniert es auch, aber irgendwie ist alles nicht darauf angepasst, was ein bisschen doof ist. Gebäude gemauert oder Beton? Ach komm, wenn sie sterben, sollen sie wenigstens was ordentliches sehen. Warte, hier drin? Oder da drauf? Ich glaube so, ne? Ja. Was los? Ihre Arbeiter sind für den Bau von Gebäuden zuständig. Sie holen Stahl und Beton aus diesem Lagerraum und bringen ihn zur Baustelle. Mit diesen Rohmaterialien bauen sie das Fundament und das Rahmenwerk ihres neuen Gebäudes. Dieser Bauabschnitt dauert am längsten, deshalb sollten sie beim Bau von neuen Anlagen vorausplanen. Sehen Sie sich einmal um, während wir warten. Mit WASD oder den Falltasten
können sie sich herumbewegen, um mit dem Mausrad heran und herauszoomen. Cool. Ich war trotzdem ganz kurz. Objekt. Eine große Gefängnistür. Ich finde das schon irgendwie ziemlich cool. Die Lampen lassen sie einfach stehen, oder was? Cool, die Tür steht und der Rest noch nicht. Ach, die zählen sie einfach direkt als So-Lampen, natürlich. In dem Gebäude brauche ich eine Zelle und einen Hinrichtungsraum. Teilen Sie den verfügbaren Platz auf, indem Sie Ziegelwände bauen. Ja, Materialien, Ziegelwand, das weiß ich sogar alles noch. Cool. Jungs, holt den Beton und die Ziegelsteine und alles andere. Naja, Beton. Brauchen wir da überhaupt Beton? Außer für den Boden? Nee, ne? Ist ja nur eine Wand. Warte, du bist jetzt alleine hier? Für 10 Meter Wand schicken sie einen Arbeiter. Ich wollte schon sagen. Jetzt kommen die ganzen Leute hier an. Schon besser. Cool. Anstatt die einfach alle fertig bauen, nein, jetzt schicken sie für jede einzelne Wand einen Arbeiter. Ach, macht euch doch nicht so kompliziert. So. Erledigt. Jetzt krieg ich wieder einen Anruf. Ah, da ist er wieder. Jetzt setzen die große Gefängnis... Warte. Da steht nicht, setzen sie die große Gefängnistür in die Trennwände ein, sondern setzten sie große Gefängnistür. Nein. So geht das aber nicht, Herr Geschäftsführer. Sie können ein Objekt drehen, bevor sie es platzieren, indem sie entweder die mittlere Maustaste oder R drücken. Cool. Das denke ich mir aber auch noch fast schon klar. Jetzt komm, jetzt macht nicht wieder so ewig lang. Tragt einfach die ganze Tür dahin. Komm. Ich frage mich ja, ob das hier schon drin ist oder ob der das erst geliefert bekommt. Da habe ich mich noch nie wirklich drauf geachtet. Müssen wir später mal drauf achten nach der Kampagne. Na komm. Was, die tragen beide mal ganz kurz eben alleine ein ganzes Gefängnis dahin. So, pur Stahl. Warum nicht? Ja. Perfekt. Das sieht gut aus. Jetzt müssen wir den vorhandenen Platz Räume zuweisen. Weisen Sie dem kleineren Bereich in die Zelle zu, in der der Verurteilte wohnen wird. Dann weisen Sie dem größeren Bereich den Hinrichtungsraum zu. Meine Fresse. Hinrichtungsraum. So. Was ist denn das für ein Bass gerade? Hört ihr den? What the fuck? So ein... Es wird gleich ein Vulkan ausbrechen. Naja, egal. Für die neuen Räume müssen Voraussetzungen erfüllt werden, bevor sie in den Betrieb genommen werden können. Die Zelle braucht ein Bett und eine Toilette. Der Hinrichtungsraum braucht einen elektrischen Stuhl. Das ist schon ein bisschen makaber. Aber sonst... So. Warum geht die Tür jetzt auf und die nicht? Was? Boah, das kann ich auch nicht lesen. Ich muss das oder so größer stellen. Ey, weißt du, der Anruf ist alles eingestellt. Alles andere wird auch ordentlich. Ich meine, sogar wenn ich Escape drücke, ist alles darauf angepasst. Aber diese ganze kleine Kackschrift hier nicht. Warum nicht? Ich raff's nicht, ne? Naja, egal. Was braucht ihr eigentlich so lange jetzt? Mal ohne Spaß, was ist los mit euch? Die gammeln alle da hinten ab. Und die drei machen auch nichts. Kaffeepause oder was? Nee. Hier nicht mehr grün. Was ein Schrottgefängnis. Das ist so ein Low-Security-Gefängnis. Ich meine, guckt es euch an. Es sind ein paar Leute drin. Ein paar Bullen. Wenn die sich alle zusammentun würden und den Polizisten ins Fresse hauen würden, dann was meinst du, wie schnell die draußen wären? Und deshalb, wir uns hier umgeguckt haben, sind sie immer noch nicht fertig geworden. Oh.
Aha. Die Zelle ist fertig. Warum kriegen die eigentlich eine Toilette auf der Zelle? So, vom Hinrichtungsraum. Die werden gleich umgebracht. Als ob die dann noch aufs Klo gehen wollen. Naja, ja. So, das Nötigste haben wir erledigt. Aber sie könnten noch ein paar Verbesserungen vornehmen. Das bleibt allerdings ihnen überlassen. Sie werden nicht zwingend benötigt. Alles hängt davon ab, wie sehr ihnen ihr Häftling und deren Umgebung am Herzen liegt. Die Zelle könnte mit einem Außenfenster und einem kleinen Bücherregal aufgewertet werden. Ja, er will bestimmt nochmal Bücher lesen. Und außerdem würde die Anlage mit einem hochwertigeren Bodenbelag schöner aussehen. Hier wäre es mit einem Parkett oder Mosaik fließen. Im Außenbereich könnten sie Beleuchtung anbringen und einen gepflasterten Weg bauen, wenn sie möchten. Weißt du? Ach übrigens, du wirst gleich umgebracht. Oh, aber der Mosaikboden, der ist aber schön. Das ist der Mann. Edward Ramsay. Ne! Ne! Ich habe Game of Thrones geguckt. Und ich, dann, wenn man dann... Nee, okay, lass... Ehemaliger Lehrer, kaum zu glauben. Es liegt nicht an uns, zu entscheiden, ob er dieser Strafe tatsächlich verdient hat. Das Gesetz hat diese Entscheidung gefällt. Unsere Aufgabe ist, einzig und allein, unsere Arbeit zu erledigen. Wenn Sie zufrieden sind, ist die Anlage einsatzbereit und Sie können den Häftling in seine neue Zelle überführen. Klicken Sie einfach einen Polaroid in seiner Zelle an, um mit der Überführung zu beginnen. Was? Klicken Sie einfach einen Polaroid in seiner Zelle an. Um mit der Überführung zu beginnen, okay. Ach so. Nein, jetzt möchte ich aber erstmal bauen. Weil ich möchte hier gerne ein bisschen Gehweg machen. Eigentlich würde ich ihn gerne hier rüber ziehen, weil dann ist ja die Wand so nah dran. Das will ich auch nicht, das sieht dann hässlich aus. Ich will da so mindestens zwei Abstand von haben, so. Da, warum kann ich da... Okay, dann halt nicht. Ich hätte jetzt gerne da noch einen Gehweg gehabt, aber irgendwie... Ist ja komisch. Ach, das ist der Gehweg. Was ist denn das hier? Ach, das sind Betonplatten. Okay. Ne, ein Gehweg reicht uns, oder? Ist überall anders auch so, also komm. Reicht. Objekte. Ein Fenster hätte ich gern noch, ne? So richtig schön Richtung Betonmauer, weil wenn schon, denn schon. Warum kann ich das... Da... Fuck. Macht es irgendeinen Unterschied, wie rum das ist? Nee, ne? Was ein Käse. Bücherregal. Wo kommen es noch? Ja, bekommen wir da draußen noch Lampen hin? Wie setzen wir die am besten? Zwei dahin. Und zwei hier hin. Und einen an der Ecke. Passt. Cool. Das sieht doch mal ganz ordentlich aus. Aber irgendwie passt mit dem ganzen Boden hier alles nicht. Ich finde, es sieht scheiße aus, wenn da so Gras drüber gewachsen ist. Ich meine, über seine Sache ist auch kein Gras drüber gewachsen, also... Ach, in dem anderen Gefängnis da letztens war Metallboden drin. Ah. Okay. Nee, Kiesel auch nicht, Gehwegplatten. Die Platten sind eigentlich ganz gut. Ne, warte, was? Oh, bin ich blöd. Das sind doch schon Gewichtplatten. Ich meine, das hier, wie, was war das denn nochmal? Aha, Betonboden, Betonplatten, Betonplatten war das, ne? Ja. Was ist das eigentlich für ein Schrottgefängnis? Hier ist schon wieder alles so Käse. Wie viel Geld habe ich eigentlich? Wo steht denn das hier eigentlich? Ach, da oben, genau. Ah, guck mal, ich habe weit mehr als genug Geld. Dann können die Arbeiter auch ein bisschen hier was machen. Nicht nur voll rumsitzen. Und setzen überall mal ein bisschen Betonboden hin. So. Tata. Ja, das sieht doch gut aus, ne? Was, bauen sie einen Weg zur neuen Anlage? Ist das kein Weg, oder was? Das sieht ja echt nicht als Weg an. Dein Ernst? Okay. Also hier drin machen wir erstmal ein Parkett.
Das sieht er nicht als Weg an. Okay. Dann machen wir da ein paar Gehwegplatten hin. Auch okay. Macht zwar absolut keinen Sinn, aber... Wenn er das unbedingt will. Ah ne, das machen wir weg. So. Alles schon fertig packen. Oh mein Gott, jetzt warte mal schnell. Na, wenn es unbedingt so sein muss, dass jetzt Gras überwachsen ist, kann ich auch nichts für. Ich hab's mir nicht ausgesucht. Ey, die sind ganz schön schnell gewesen. Weißt du, fürs Gebäude haben die ewig gebraucht. Ja, egal. Na dann. Ich find's übrigens witzig. Manchmal ruft er mich an, manchmal sagt er mir einfach was. Ja. Weinen Sie diesem Kerl keine Tränen nach. Er ist ein eiskalter Mörder und voll schuldfähig. Er hat sogar gestanden. Möchten Sie seine Version vom Tatergang mal hören? Ziemlich heftiges Zeug. Es war etwa 23 Uhr. Die Straßenlaternen waren schon an. Ich wusste, dass sie zu Hause war. Cool. Wusste ich doch. Fremdgegangen, beide umgebracht. Ja, das ist passiert, wenn man in den USA ist und sich jeder gegen sich abknallen kann. Oh, was, du bist fremdgegangen? Pum, pum. Ich wusste doch, dass ich euch beide hier erwische. Edward, ich... Nicht, tu das. Nicht. Was hast du vor? Ja, was, keine Ahnung, Pistole in der Hand, kommt rein, erwischt euch beide, was wohl? Ja, also bei meinem Gefängnisausbruch habe ich mehr umgebracht als ihr. Hm. Wo ist sein... Als ob die den damit verdeckt. Als ob. Pa. Eindeutiger Fall. Wenn Sie mich fragen, verdient jedes Volt, das er bekommt. Also, weil er zwei Leute umgebracht hat, nachdem sie ihm fremdgegangen ist, was jetzt natürlich kein Grund ist zum Umbringen, aber ich möchte... Warum ist die Zelle so anders am Aussehen als... Ah nee, warte mal, hier steht einfach nur Zelle drüber, deswegen sieht sie so braun aus. Egal, hab nichts gesagt. Was ich meine ist aber... Nur weil er zwei Leute umgebracht hat, klar, schlimm, sage ich nichts gegen, aber lasst mich erstmal ausreden, bevor ihr jetzt wieder irgendwie im Kommentare schreiben seid. Deswegen bringt ihr ihn auch um und guckt sogar noch dabei zu und setzt teilweise noch Stühle rein, so als Entertainment quasi. Im Endeffekt hat er dann genau 50% so viel Schuld wie er, weil er hat auch einen Mord dann. Das ist mega dumm. Ich bin immer noch der Meinung, man könnte alles lösen, ohne die Leute umzubringen, aber ist ja mal egal. Jeder Mensch verdient Vergebung. Auch er. Sind Sie sich Ihrer selbst so sicher, dass Sie solch ein endgültiges Urteil vollstrecken können? Naja, Vergebung jetzt nicht, aber man könnte ihn einfach anderes machen lassen. Seine Frau mit einem anderen Mann zu erwischen, ist keine Entschuldigung für das, was er getan hat. Ja, das nicht. Aber, also, guck, das sieht ihr da an, das ist ja auch egal. Und er hatte eine geladene Waffe dabei, weil er wusste, dass er die beiden zusammen vorfinden würde. Das ist gleich doppelt geplanter Mord. Ja, und ihr habt gerade einen eindeutig geplanten Mord. Egal. Er hat nach bestem Wissen und Gewissen mit den Behörden kooperiert. Dieser Staat statuiert ein Exempel an ihm. Hätte er sein Verbrechen 100 Meilen weiter nördlich begangen, hätte er eine lebenslange Haftstrafe vor sich. Soll das einfach Gerechtigkeit sein? Ja, zum Beispiel, lebenslange Haftstrafe ist doch schon mal was ganz Besseres hier. Möchten Sie einen Kerl wie den etwa auf freiem Fuß sehen? Ich schlafe besser, wenn ich weiß, dass er tot ist. Ja. Und deswegen bis... Boah, hab ich mich jetzt erschrocken, Alter. Puh. Gute Arbeit bis jetzt. Es gibt da allerdings ein Problem. Der Hinrichtungsraum funktioniert noch nicht richtig, weil er keinen Stromanschluss hat. Das ist jetzt ja blöd. Wir müssen ihm Stromversorgung anschließen. Gehen Sie mal bitte ganz kurz in Ihre Zelle, wir haben den Strom vergessen. Mechaniker! Ja, die haben auch keinen Strom.
Im Moment haben wir das Gefängnis in der Versorgungsansicht geöffnet, in der wir die gesamte Verkabelung angezeigt bekommen. Jedes Gefängnisgebäude ist über die dicken unterirdischen Stromkabel an das Stromnetz angeschlossen. Cool. Der Strom stammt aus dieser Transformatorenstation, die ihren Strom aus dem nationalen Netzwerk bezieht. Wie Sie sehen, ist dieser gesamte Zellentrakt ohne Strom. Alle Lampen sind aus. Um das Problem zu beheben, müssen wir zuerst den Versorgungsmodus wechseln, damit wir sehen können, warum diese Lampen keinen Strom bekommen. Ja, ist ja doof, ne? Die nächsten Stromkabel sind zu weit entfernt. Unsere Ingenieure können diesen Bereich nicht verkabeln. Bauen Sie den Stromkabel in der Nähe, um diesen Gefängnistrakt anzuschließen. Okay. Versorgung, Stromkabel. Einmal bis dahin. Und das hier unten finde ich übrigens ein bisschen widersprüchlich, weil ich bin mir... Ah ne, da war nur dunkel, hier nicht, ne? Waren die Zeichen vorher auch schon da? Nee, ne? Warte mal. Ich finde das so cool, wenn man sowas als Wachen aufstellen könnte, ja? Wirklich so... Nicht nur Patrouillen oder so, sondern wirklich so... Huh! So wie die hier, so wie man es aus dem... Naja, nicht Mittelalter... Da war im Mittelalter auch, wo sie mit ihrem Piken da vom Tor standen, so, wir stehen hier. Bewegen uns kein Millimeter. Naja. Weißt du, die Arbeiter sind an sich eigentlich ganz schnell, aber die Koordinierung von euch ist ganz schön für den Arsch. Weißt du, die kommen jetzt erst hin, nachdem der fertig ist. Das macht voll keinen Sinn. Naja. Ja. Klappt gut hier, ne? Ein bisschen noch ein bisschen schneller, dann wäre alles gut. Und da gehen die Kabel weiter. Und weiter. Euer Ernst? Sorry, Chef. Sorry, Chef. Ich war nicht. Ich bin zu spät. Entschuldigung. Oh, der hat gerade noch so Strom wieder erreicht. Oh, jetzt ruft er mich schon wieder an. Lass mich doch in Ruhe. Nicht nur die Lampen brauchen Strom. Ihr neuer elektrischer Stuhl auch. Ach, echt? Bist du sicher? Das ist ein elektrischer Stuhl. Elektrischen Strom braucht. Komisch. Schließen Sie über die Stromkabel die Hinrichtungsanlage in das Stromnetz an. Ah, ja. Der elektrische Stuhl ist ein besonderes elektrisches Objekt. Er benötigt eine eigene Stromzufuhr. Sie müssen ihn direkt an das Hauptkabel anschließen. Alter, es zoomelt noch mehr dran. Wo ist denn der nächste Anschluss hier? Da unten. Nee, ist doof. Ziehen wir von hier oben weiter, ne? Gehen wir jetzt hier dann nach rechts und dann nach unten da. Ach, wir schieben einfach die Kabel durch die Wand. Komm, scheiß drauf. Beziehungsweise unter der Wand durch. Schneller, Leute. Ach komm, ganz ehrlich. Die schlafen sonst wieder ein hier. Ja. Mal gucken, die Kabel reichen für die komplette Zelle nach unten. Lol, habt ihr das gerade gesehen? Der Bauarbeiter ist hier auf die Seite reingegangen, macht das Kabel und geht da wieder raus. Jo, alles klar. Die machen nichts. Fehlt da was? Ach, da oben. Wow. Renn schneller. Na, wie sieht's aus? Ah, guck mal, oh, lecker. Wir sind fast fertig, glaube ich. Wir sollten den neuen Hinrichtungsraum aber zumindest einmal testen, bevor wir ihn in Betrieb nehmen. Ich werde den Strom für ein paar Sekunden einschalten, um zu sehen, ob alles in Ordnung ist. Natürlich fehlt jetzt Strom. Hundertprozentig fehlt jetzt Strom. Und Stromausfall. Ja, war so klar. Das hat nicht geklappt. Ich frage mich, warum. Hast du schon versucht, aus- und anzuschalten?
Wir haben zu viel Strom gezogen und uns ist eine Sicherung im Elektrizitätswerk rausgeflogen. Das ganze Gefängnis liegt im Dunkeln. Wir brauchen mehr Saft, um die Spannungsspitze regulieren zu können, die der elektrische Stuhl erzeugt. Kennt ihr das? Manchmal redet man oder liest voll flüssig und dann verhakelt man sich. Okay, derjenige, das übersetzt hat, Applaus für dich. First, we need to turn the power back on. Entschuldigung, da kam der Engländer aus mir raus. Oder der Ami, was auch immer. Zuallererst müssen wir wieder den Strom anschalten. Dazu müssen wir zuerst den Strom wieder einschalten. Das ist ja noch ein doppelter Fail. Weil ich dachte, jetzt geht's da weiter. Da weiß das die übersetzt. Dazu sind zwei Schritte nötig. Zuallererst muss ich nachdenken, was ich überhaupt sage. Mein Englisch ist auch nicht gerade ganz gut, aber ja, ja. Ich habe ja auch einen Stromausfall im kompletten Gefängnis verursacht. Ich bin halt nicht der Beste, was soll ich machen? Und du bist Geschäftsführer. Schalten Sie das Elektrizitätswerk wieder ein, indem Sie es anklicken und im angezeigten Menü Einschalten auswählen. Bauen Sie dann drei zusätzliche Kondensatoren, damit wir über ausreichend Leistungskapazität verfügen, um den elektrischen Stuhl zu betreiben. Danach testen Sie den elektrischen Stuhl noch einmal, indem Sie im Menü anklicken und das Einschalten. Bettchen auswählen. Battenchen. Ja, Kondensator-Ding. Ja, fast daneben geklickt. Warum ist das da unten? Die Scheiße nicht manchmal, ne? Wo ist eigentlich die Küche? Ach, da! Was soll in diesem Raum? Irgendwie ist das Gefängnis mega schlecht geplant. Ach, im Ausbruchsdings konnte ich nicht mit 1, 2, 3. Hier kann ich mit 1, 2, 3 machen. Oh, perfekt. Das wusste ich nicht. Jetzt weiß ich's. Sehr gut, ich glaube, jetzt sind wir fertig. Alles, was jetzt passiert, haben wir nicht mehr in der Hand. Wir haben unsere Aufgaben professionell erledigt. professionell, auf jeden Fall. Stromausfall. Versprecher von ihm und von mir. Komplett verkackt. Die Planung der Arbeiter ist für den Arsch. Es fehlen Kabel in Zellentracken. Da liegt ein komisches Papier auf dem Boden. Der Boden wird nicht als Boden anerkannt. Das sieht jetzt, das ist professionell. Und darauf kommt es in unserem Geschäft an. Ja, deswegen sieht das auch so scheiße aus. Denken Sie nicht zu viel darüber nach, was jetzt geschieht. Als das da. Auch wenn es überhaupt nicht witzig sein soll, aber ist immer egal. Ja. Ich bitte um Vergebung. Bla bla bla. Oh nein. Ich hasse es, wenn Leute so reden, ne? Wie kann ich dir helfen, mein Sohn? Wie sage ich das jetzt am besten? Weißt du, suchst du nach Vergebung? Ich weiß da nichts, ne? Ich bin irgendwie deswegen hergekommen und so. Ich muss irgendwas unternehmen. Ich glaube, ich habe Scheiße gebaut. Und ich fühle mich dabei richtig scheiße. Weil ich habe den einzigen Lebensgefährten von mir umgebracht. Und meinen Arbeitskollegen. Auch wenn ich nicht weiß, ob es dein Arbeitskollege ist, aber tun wir mal so. Ich kann mit meinen Taten nicht weiterleben. Du wirst doch eh umgebracht. Du musst dich stellen. Was immer du auch getan hast, du wirst dafür die Konsequenzen tragen müssen. Weißt du? Bester Typ, alle verdienen das Leben. Ach, geh zur Polizei und lass dich umbringen. Hast es verdient, bester Priester. Du kannst erst wieder ins Gesicht sehen,
Ich denke nicht, dass sie sich nochmal ins Gesicht sehen werden können, kann. Wenn du dich deiner Vergangenheit gestellt hast. Ich will das alles ungeschehen machen. Ich will ihr vergeben. Ich will, dass sie mir vergibt. Naja, dich. Zwei dieser Sachen hier sind nicht mehr möglich, weil die tot ist. Und du gleich auch. Gott wird dir vergeben, mein Sohn. Was immer du auch getan hast, du musst ihn nur darum bitten. Ups. Aber du musst dich für deine Taten der Gerechtigkeit stellen. Es gibt keinen anderen Weg. Es ist soweit, Edward. Du hast das Richtige getan, auch wenn dir diese Welt nicht vergeben will. Bald wirst du bei Gott sein und er wird das letzte Urteil über dich sprechen. Düm, düm. Kann ich nicht so eine kleine grüne Linie drauf aufmalen? Okay, das war jetzt makaber. Das tut mir leid. Ich habe bis heute nicht verstanden, warum es ein Holzstuhl ist. Eine ganz neue Frage. Wo ist eigentlich der Anschalter? Und warum kriegt er keine Mütze auf? Das ist ein komischer Sack oder was auch immer. Edward Ramsay! Sie wurden des zweifachen Mordes ersten Grades für schuldig befunden. Was ist bei einem Mord bitteschön der erste und zweite, dritte, was auch immer Grad? Dafür werden Sie mit dem Tode bestraft. Haben Sie noch ein paar letzte Worte für uns? Susan, es tut mir leid. Ist ein bisschen sehr hell. Kapitel 2. Palermo. In einer unserer Einrichtungen braut sich eine Krise zusammen. Jemand hat in der Gefängnisküche Feuer gelegt. Wir müssen es löschen, um die Zahl der Opfer zu begrenzen und weiteren Schaden zu verhindern. Rufen Sie über die Schaltfläche Notdienste in der Werkzeugleiste, die Feuerwehr. Wir haben ja alle Zeit der Welt gerade. Bringen Sie dieses Feuer unter Kontrolle, bevor das gesamte Gefängnis abbrennt. Oh, Feuerwehr! Jo, übertreib. Mir brennt gerade meine Bude ab. Leute, habt ihr da vielleicht mal Lust, ein bisschen schneller zu machen? Aber bevor das jetzt alles hier sowieso passiert, würde ich sagen, läuft die Zeit so weiter? Nee, ne? Nee. Ich würde auf jeden Fall kurz sagen, Dankeschön fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal. Wir sind schon weit über einer halben Stunde. Tschüss.